Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Erlingen. Ich bin der Shorty von der Tesseria. Ja, eigentlich ein Grund sich zu ärgern, hätte ich das mal eher gewusst, dass man für 50.000 Euro so günstig ein Fass bekommt, das alles kann. Ne? Ich meine, das Wechselbrückensystem ist eh schon nützlich. Wenn wir da noch mal reingucken, ne? Das ist hier für den Trecker, das kostet 25.000, das Gestell für die Wechselbrücken. Dann hast du hier im Cargo-System, ne? 20.000 Liter, mal so eben. Hier ist nur für Kraftstoff, hier hast du für sämtliche Produkte, Endprodukte. Das ist nicht Palettenware. Doch, doch, das ist auch Palettenware. Non-Food-Wechselbrücke. Transport-Wechselbrücke. Das ist Kühlgut-Wechselbrücke. Das ist die Tankwechsel. Nochmal. Zweimal. Die ist doch aber hier voll. Doppeltankwechselbrücke. Wassermilch. Und normale Tankwechselbrücke. Na, wo da jetzt der Unterschied ist, keine Ahnung. So, Schweinefutter. Die ist für Paletten wohl. Offene Wechselbrücke. Ach, das ist die Holz. Offene Wechselbrücke. Das ist für Schüttgut. Wie viel passt da rein? 30.000 Liter. Ey. Du kriegst für 50.000 Euro einen 30.000 Liter Abschiebeanhänger, ne? Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Weil 30.000 Liter als Abfahrer ist ja schon gar nicht so schlecht, ne? Was haben wir hier? Viehtransport, Saatgut, Schubboten, ja gut. Schubboten. Was kann der denn nicht? Ja doch, der kann hier alles, ne? Ja, der kann alles. 50.000 mit dem Träger darunter. Und der ist kleiner und wendiger als wenn ich den großen. Der hat dann 52.000. Ich muss mir das nochmal überlegen. Vielleicht, ne, als nächste Anschaffung. Das Wechselbrückensystem für den Abfahrer. Also schön gut. Jetzt gucken wir erstmal, wie gut er hier mit dem Güllefass arbeitet. Man könnte dann nämlich auch hergehen und die Wechselbrücken, ja, wenn er die immer umtauscht, ne? Du musst genug Gestelle haben, Träger. Wir gucken, wenn es soweit ist. Produktion, Gülle, so, Gülle ist eingestellt. Jetzt muss ich dich eigentlich nur anmachen. Und dann müssen wir nur hoffen, dass das funktioniert. 11,6 Tonnen ist noch nicht mal, also leer, ne? 11,6 Tonnen, das ist noch nicht mal viel Gewicht. Und es scheint auch recht wendig zu sein, das Ganze. Ist eine Überlegung wert, auf das System aufzubauen. Meiner Meinung nach. Bin immer noch am Überlegen, wo da der Knackpunkt ist. Wenn ich mir einen Abschiebeanhänger holen würde, ne, einen normalen Anhänger,
So, mal gucken. Das ist Kipper, das ist Kipper, das ist Kipper. Das ist auch ein Kipper. Hier ist der erste Abschied, weil der kostet 52.000. Der kann dann auch 30.000. Ne? Ja. Ja. Also irgendwie. Fast 30.000 Liter, ne? Tut sich dann doch nicht so viel. Tut sich dann doch nicht so viel. Ist wahrscheinlich dann nur nicht ganz so wendig. Und wenn ich den ganz großen wieder ins Visier nehme, den ich sonst immer nehme, der kostet 90.000, da passt dann 52.000 Liter rein. Ist natürlich ein bisschen größer, ja, nicht so wendig. Naja, so, wir stehen jetzt hier, wir wollten Güller. Ach, das ist ein Doppelkammersystem. Zweimal 10.000 Liter. Da kann ich zwei Flüssigkeiten gleichzeitig mit transportieren. Das deshalb kann in den einen Gülle reinpacken und in dem anderen kann ich Milch reinpacken, meinetwegen. Dann sind das 20.000 Liter. Jetzt habe ich das geschnallt. 20.000, 20.000 Tank. Doppeltank. Also nächstes Mal nehme ich den einfachen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, komm, fahr mal weiter. Doppelkammersystem. Da hat er sich jetzt an dem Fass gerieben. Das ist ja nicht schlimm. Abladen sollte klappen. Also Doppeltanksystem. Ich kann damit zwei Flüssigkeiten transportieren. Das heißt 10.000 Liter Milch rein, 10.000 Liter Gülle rein und dann kann ich losfahren und das verteilen. Ah ja. Ah ja. So, das scheint gut zu gehen. Das scheint gut zu gehen. Das mit dem Fass ist. Ich bin gerade von dem Fass noch fast. Fass. Vom Fass noch fasziniert. Ja, hat geklappt. Nochmal stoppen. Reingucken in die Produktion. So, jetzt läuft das so, wie das soll, ne? Genau, jetzt wird die Gülle auch verbraucht. So ist das gut. Das Stroh wird verarbeitet. Das läuft hier sowieso, ne? Die Milch wird verkauft, wenn die Stunde geschlagen hat. Ja, dann kommt. Dann fahr jetzt mal zum Hof damit. Bin echt die Wechselbrücke kostet 25.000, egal welche. Dann kann ich sagen, so, ich bin jetzt mit dem Güllefass fertig. Ich pack da jetzt noch, pack das Fass bin, packe ich jetzt in der Ecke, dann schiebe ich den noch mal unter eine andere Wechselbrücke drunter, sagen wir unter noch einen Abfahrer zum Beispiel. Sollte das ins Auge fassen. Ich sollte das echt ins Auge fassen. Jetzt kommt der Strohsammler nicht mehr so gut hinterher. Haben wir denn. Ja, gut, neue Sämaschine brauchen wir irgendwann. Hier ist der Tiefenlockerer.
Vielleicht sollten wir hier echt mal ans Wechselbrückensystem. Aber was braucht man? Flüssigkeiten, Schüttgut. Das war's. Beim Zuckerrübenroder später weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ich versuche das mal im Hinterkopf zu behalten. Ich bin mir nicht so sicher. Ihr wisst ja, ich überlege immer viel hin und her und bin ja auch offen für Neues. Doppelkammersystem. Das hätte ich das mal eher geschnallt. Ich hätte dann lieber das mit einem Tank genommen. Aber wir werden das mal ausprobieren später im Im Juli werden wir dann sehen, werden wir im Juli mal gucken, dass wir in den einen Tank uns die Gülle ziehen, in dem anderen Tank, den machen wir dann voll mit der Milch. Und dann haben wir Milch und Gülle geladen. Ja? Ja, jetzt muss er wieder das Richtige auswählen beim Abkoppeln, gell? So wäre die Wechselbrücke mit G. Jetzt haben wir das komplette Gestell. Na gut, dann ist der Traktor frei. Wenn wir jetzt noch einen hätten, mach mal aus. Für den Drescher als Abfahrer, ne? Dann könnten wir hier als Abfahrer unterstützen. 25.000. Dann hätte der Drescher nicht solche Standzeiten, weil der Abfahrer ja schneller, also länger unterwegs ist. Als der Drescher braucht, um wieder voll zu sein. Aber dann würde der zweite Abfahrer dem Strohsammler im Weg stehen. Also müssten wir für den Strohsammler wieder einen anderen Wartepunkt oder Zielpunkt setzen. Ja. Dann könnten wir mit zwei Abfahrern fahren und Stroh sammeln. Das sind so Zukunftsluxusgedanken wieder, ne? So, der Dreiseitenkipper, der ist auf jeden Fall, wenn es darum geht, die Tiere zu versorgen, tippitoppi. Tippitoppi. Ja, dann ist aber dieser hier, der ist ja dann für LKWs. Der ist für Trecker, ne? Der ist dann für LKWs. Und dann hat er hier hinten. Nee. Doch. Dann kannst du hier noch einen Anhänger dran machen. Dann hast du zwei davon, oder? Die kannst du dann hintereinander spannen. Was ist mit dem? Der ist für Sattelauflieger. Schön kurz. Kannst du auch einen zweiten hinterspannen, ne? Also was mich beim LKW reizt immer, ist halt die Geschwindigkeit. Das ist schon interessant. Kannst dann halt auch zwei oder drei hintereinander dran hängen. So, du hast hier Kühltrainer, hier die Produkte und hier hast du die kleinen Wechsel. Das ist schon interessant, das Cargo-System. Den LKW, den ich fahren würde,
Das ist der Volvo hier. Kostet 137.000. Ein sehr schneller Abfahrer. Traktoren sind teurer, aber mit Traktoren kannst du wiederum mehr anfangen als nur abfahren, ne? Also das Cargo-System, da müsste man echt mal mehr drüber nachdenken, dass das öfter zum Einsatz kommt vielleicht. Na? So, der ist jetzt hier. Der lädt jetzt ab. Also das Wechselbrückensystem macht schon, das macht schon was. So, raus damit. Bäm, 73%. Gucken wir mal, Gesamtfortschritt. 82, 77, ja. So, und der Drescher, da kommt der Strohsammler zurück. Der will dahin, wo er aufgehört hat. Machen wir mal. Und der Drescher ist jetzt voll. Jetzt bräuchte er den Abfahrer. Aber der Abfahrer ist noch erstmal wieder unterwegs. Er braucht jetzt 2,5 Minuten bis zum Feld. Ne? Und so lange steht der Drescher still. Da könnte man mit einem zweiten Abfahrer mehr Tempo reinbringen. So, es ist 9:55 Uhr in-game. Produktionen. Die Gülle ist verarbeitet. 240 Euro im Monat, wenn ich das anlasse. Naja, wir haben 2603 Liter Mineraldünger. Das muss ich auch verteilen stellen. Puh, das war knapp. Nee, Direktverkauf ist richtig. Wir haben ja noch keinen Dingens, Zeugs. Noch kein Flüssigkeit Düngerproduktion. So, Silage steht auf Direktverkauf, die arbeitet auf Hochtouren. Hier ist alles auf Direktverkauf. Milch steht auf Direktverkauf. Wasser halt auf Verteil. Das ist gut. So, das heißt, um 10 Uhr in-game tut sich wieder was auf dem Konto. Ich gehe mal wieder auf 10-fach. 57, 30-fach, 58, 59, 10 Uhr. So, 38.000. Da haben wir wieder ein bisschen Geld jetzt verdient. Wasser ist klar. Die Milch ist verkauft. Hier sind alle Produkte verkauft. Silage ist verkauft, da ist schon wieder neue Silage drin. Gülle, das ist auch verkauft. Dann gehen wir mal gucken, verkaufte Fahrzeuge, verkaufte Gebäude, Einnahmen von Gebäuden 300. Immer ist. Verkaufte Produkte 45.000 Euro und sonstiges 22,5. Ja, das ist das Geld, dass ich mir für den Fehlbau zurückgeholt habe. Nicht? Naja. Wenn wir später aus dem Wenn wir später aus dem Mineraldünger Flüssigdünger machen, dann werden wir noch reicher. Gell? Ja, das Wechselbrückensystem. Ich werde das sowieso wieder vergessen. Aber egal. Okay. Was machen wir hier mit? Haben wir noch was zu tun außerhalb der Geschichte hier? Ich denke, nein. Also 38.000 Öcken haben wir jetzt auf dem Konto. Ich werde offscreen die Mission fertig machen, abgeben. Dann sind wir mit dem Juni durch.
Dann sehen wir uns im Juli wieder mit einem sauberen Kontostand, hoffe ich. Mit einem guten Kontostand. Hier ging es mir um den Stroh, um das Stroh, genau. 333.000 Liter. Jetzt geht das hier. Hier ging es mir ja um das Stroh bei der Mission für den Fermenter. Mu, 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 mu. Du bist leer. Ja. Du bist leer. Also das war eine Schummelei, ne? Kann man mal sehen. Bis hierhin geht der Kuhstall groß. Das muss man sich mal vorstellen. So, Gesundheit 100%, 20 Tiere, Reproduktionsrate 10%. Das dauert also, bis die Kiddies kriegen, ne? So, hier Reproduktionsrate auf 10%. Kommen wir gucken uns die Werte vernünftig an. So, bei 100% gibt es Nachwuchs. Ah, siehst du? Füttern. Müssen die füttern. Was haben wir denn hier für Ballen? Das ist wahrscheinlich Gras, ne? Nicht verschwinden lassen. Das ist garantiert ein Grasballen. Hier werden keine Ballen angenommen. Dann bleibt das da als Deko liegen. So. Ja, Tiere füttern. Wie viel haben sie noch drin? Das gibt noch Ärger mit den Tieren hier. Dass da so wenig Nahrung reinpasst, ne? Ja, hätte ich jetzt noch eine Wechselbrücke? Abfahrertechnisch Dingens. Ich könnte mit der Wechselbrücke dann also jetzt die Tiere füttern. Und dann als Abfahrer auf dem Feld noch unterstützen. Ja. Das ist schon ein verlockender Gedanke jetzt. Na gut, ich mache das fertig, ne? Wie gesagt, ich mache die Mission fertig. Dann hoffe ich, ich denke dran, dass ich noch die Tiere fütter. Gebe das alles ab. Und dann sehen wir uns im Juli wieder. Und dann gucken wir, womit wir uns da weiter rumärgern. Wohl weiter rumärgern ist ja auch falsch. So viel ärgern tun wir uns ja hier gar nicht. Dafür, dass die Map so little ist, kriegen wir hier ganz schön Arbeit und Zampado rein. Egal. Ihr Lieben, das war's wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Discord Community Server befindet sich in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Könnt ihr gerne reinschauen, schreiben, ist völlig gratis. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test in mir. Und ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt ihr gewogen. Und was immer noch wichtig ist in der heutigen Zeit. Oh. Oh. Geht doch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.